Die Make-up-Welt ist voll mit vielen spannenden Marken, aber über diese beiden spricht hier irgendwie niemand. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe in den letzten Wochen, beziehungsweise Monaten teilweise schon, ein paar Produkte hier angesammelt in dieser Kiste, die irgendwie mich interessiert haben, aber ich irgendwie es nicht geschafft habe, sie in ein Video reinzubauen. Deswegen habe ich gesammelt und dachte mir, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um ein Video über diese Produkte zu machen. Denn wir haben LH Cosmetics und Make-up Coach. Make-up Coach ist eine der Marken, die am meisten von euch angefragt wurde, von den unbekannteren Marken. Und LH Cosmetics ist ein Geheimtipp von mir, wo ich schon ein paar Produkte über Weihnachten getestet habe. Und die wirklich, wirklich gut sind, aber niemand redet darüber. Und das werden wir heute ändern. Euer sizilianischer Gigolo Maxim ist da. Das Goldkettchen fehlt. Wir sparen drauf hin. Freunde, wir haben wirklich ganz, ganz spannende Produkte. Inspiration war Tatsache. Das Schätzchen hier. Steffi von Mamako, vom Kanal Mamako, hat sich mit Make-up Coach ein zweites Mal zusammengetan und eine Kollektion rausgebracht. Und neben dieser Perfektion an Lidschattenpalette für mich eine ganze Kollektion rausgebracht mit Lippenstift, mit einem Glitzer, Topper, Puder, Lidschatten. Es gibt sogar einen Pinsel. Und LH Cosmetics hat Bronzer rausgebracht vor einer Weile. Und ich habe hier noch ein paar Produkte, die ich gesammelt habe. Und deswegen dachte ich mir, los, quatschen wir nicht so viel, fangen wir an. Falls ihr Erfahrungen mit einer der beiden Marken habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Da bin ich super gespannt, das zu lesen. Und wir haben es letztes Mal auch sehr, sehr gut geschafft. Kleine Erinnerung für euch, drückt unbedingt diesen Like-Knopf. Das hilft mir wirklich super, super doll und ihr macht mir damit eine riesengroße Freude. Ich habe schon die Base mehr oder weniger drauf. Ich möchte das Ganze setten. Und zwar hiermit. Das ist ein, oder das ist das Zauberpuder. Das ist ein Produkt, das habe ich schon tausendmal gehört und ich glaube, ich habe sogar schon mal getestet und ich glaube, ich mochte das sogar ganz gerne. Make-up Coach ist eine Marke hier aus Deutschland. Das ist eine ganz, ganz coole Familie, die das macht und ich finde die ganz, ganz toll. Ich habe auch schon mit denen Kontakt gehabt bezüglich der Kollektion. Ich finde das ganz, ganz toll, was die machen. Und die Produkte sind auch hier in Deutschland hergestellt. Es ist nicht Drogeriepreis, aber es ist alles erschwinglich und es gibt immer gute Aktion, genauso wie zu der Kollektion von Steffi. Da kommen wir gleich zu. Ich werde jetzt aber das Zauberpuder probieren. Das ist jetzt nur eine kleine Dose. Es gibt die auch in sehr, sehr groß. Das Packaging ist immer sehr, sehr schlicht. Hier ist sogar so eine kleine Puderquaste mit drin. Und ich weiß, dass viele Damen die Marke sehr, sehr gerne benutzen. Das Ding ist, viele von uns YouTube-Mäusen, die also YouTube konsumieren, nicht produzieren. Wir sind immer so ein bisschen auf, was ist gerade neu, was ist gerade beliebt, dass man das irgendwie mit reinbringt. Aber Make-up Coach ist so eine Marke, die gibt es ja schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich finde, man muss auch Marken unterstützen, die nicht so bekannt sind. Deswegen machen wir das jetzt. Ich nehme hier einmal ein Microfiber Multitool Mini und gehe in dieses Puder rein. Es hat so eine leichte Färbung, vielleicht könnt ihr es sehen. Und ich nehme erstmal nur eine kleine Schicht, arbeite mir das Puder in die Hand, nehme das Creasing weg. Und setze mir das Puder einfach hier hin. Es hat eine Farbe, mal ein bisschen mehr. Und es hat auch so eine leichte Deckkraft. Und ich nehme jetzt meinen großen Pinsel und fixiere damit den Rest meines Gesichtes. Ich weiß, dass viele das Puder mögen mit texturierterer Haut. Ich habe jetzt nicht so texturierte Haut. Ich glaube, mein Concealer hätte heller sein müssen, aber der Effekt unter dem Auge fühlt sich sehr, 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 sehr gut an. Ich habe eine Idee. Ich will das Ganze ein bisschen aufhellen. Ich bin im Moment ja sehr, sehr hell für meine Verhältnisse. In der Mamako-Palette. Übrigens, die Sachen, gleich. Ist ein Ton drin, der ist so leicht rosé. Und den kann ich mir perfekt als Under-Eye-Powder vorstellen. Excuse me. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich glaube nicht. Aber es hat den unteren Augenbereich total aufgehellt und dadurch, dass der so einen leichten Rosy-Touch hat, auch so ein bisschen korrigiert. Den hätte ich direkt nehmen sollen und dann mit dem Zauberpuder übers gesamte Gesicht. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das werde ich nachher nochmal ausprobieren. Zauberpuder, also unter den Augen hat es mir gerade nicht so gut gefallen, weil er dafür für mich gerade zu dunkel war.
im restlichen Gesicht, aber sehr, 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 sehr gut dafür. Also das muss ich sagen, es sieht super schön ausgeglichen aus, ohne dass es so trocken aussieht. Das ist wirklich wahr. Wir haben zwei Bronzer von LH Cosmetics. Das sind die Infinity Bronzer Luminous. Die haben Glow mit drin. LH Cosmetics ist, glaube ich, eine schwedische Marke. Auch von einer Creatorin. Ich habe sie hier in zwei verschiedenen Farben. Ich glaube, ich gehe erstmal mit dem helleren. Gibt es unter anderem bei Purish. Ich gehe jetzt hier mal mit dem fluffigen Pinsel rein. Okay, der ist zu hell. Hier in den dunkleren. Oh, der ist luminous. Ich finde die Farbe ganz spannend, weil sie warm ist, aber nicht zu warm. Ich blende das Ganze mal ein bisschen aus. Es sind nämlich sehr pigmentiert, der Bronzer. Der ist, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, der hat zwar so einen orangenen Touch, aber so einen olivenen orangenen Touch und passt dadurch, glaube ich, ganz gut zu meinen Händen. Meine Hände sind ja sehr, ich will nicht sagen gelb, ich bin ja kein Simpson, aber meine Hände haben so einen gelb-grünlichen, olivfarbenen Touch. Kommt wahrscheinlich vom Olivenpflücken in Sizilien. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, das ist eine spannende Farbe. Ich finde, auf der Haut wirkt der auch gar nicht so leuchtend, außer hier auf der Stirn, finde ich, geht's. Ist ganz komisch. Hier sieht der aber sehr, sehr schön aus. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Es gab den in verschiedenen Farben. Ich glaube, das ist etwas, wenn du wirklich diesen Schimmer magst. Ich finde ihn schön. Sagen wir es so. Ich finde ihn schön. Er erinnert mich so ein bisschen von der Textur her. Er ist nämlich auch so ein bisschen cremig. Also er ist nicht cremig, ne? Aber er fühlt sich halt sehr, sehr weich an, an den Charlotte Tilbury Bronzer. Diesen hier. Der ist auch so von der Formulierung her sehr cremig. Ich finde es schön, Linda Halberg zu sehen. Ich muss sagen, Linda Halberg ist eine coole Socke. Und ist wirklich eine coole Socke. Sie sieht einfach grandios aus. Und sie hat tolle, tolle Produkte. Jetzt, Freunde, kommen wir zu Mamako, die Lidschattenpalette. Sie hat eine komplette Kollektion rausgebracht. Mit dieser Lidschattenpalette, diesem Pinsel, einem Lippenstift. Super schöne Farbe. Und ich habe gelesen, wenn man über Sekunden, ich muss es euch vorlesen, sie hat es mir nämlich geschrieben. Es gibt aktuell coole Angebote im Shop, Zauberpuder in Handtaschengröße, Smokeliner in Kakao günstiger und so weiter. Also es gibt alle Produkte einzeln. Der Lippenstift kostet 9,90 € nur, der Pinsel 14,90 €, das große Kino Glitzertütü, das ist der einzelne Glitzer-Lidschatten, oh, der ist krass, den zeige ich euch gleich. 4,90 €, die große Palette kostet 32,90 €, aber wenn man alles im Set kauft, kostet das Ganze dann nur noch 55,55 € anstatt 62,90 €. Und zusätzlich gibt es ab 33,33 € Warenwert den Glitzer-Lidschattenstift Pfefferminz gratis dazu. Ploppt oben rechts im Warenkorb auf, der muss in den Warenkorb gelegt werden. Er wird automatisch abgezogen, wenn der Betrag bei über 33,33 € bleibt. Okay, spannend. Also den gibt es gratis dazu, das ist so ein Lidschattenstift. Coole Farbe. Okay, genug gequatscht, ich schreibe euch alles unten hin. Wir schminken jetzt einen Look mit diesem Schätzchen hier. Ich nehme auch gleich den Pinsel, der ist richtig cool. Den kann ich mir perfekt als Concealer-Brush vorstellen. Und ich starte erstmal leicht. Ich weiß noch nicht, wie pigmentiert die sind. Und gehe mit diesem hier in die Lidfalte. Kann mir damit auch übrigens sehr, sehr gut vorstellen, so Eye Contouring zu machen. Also wenn ihr ein Schlupflid habt beispielsweise, könnte das ein guter Ton sein, um den hier so ein bisschen reinzusetzen. Ich finde, was Steffi ganz besonders gut kann, und deswegen finde ich es auch super, super wichtig, dass man der Kollektion diese Plattform hier gibt, oder generell jede Plattform, die möglich ist. Denn Steffi ist eine Creatorin, die einfach weiß, was eine andere Haut braucht als ich. Wenn ihr Infos zu L'Oréal Age Perfect sucht, ist Steffi die Perfekte dafür, weil sie weiß, was die Haut braucht, weil sie weiß, wie die Sachen funktionieren müssen. Ich kann das nicht so beurteilen, wie Steffi es kann. Und mit dem Pinsel kannst du an der Spitze das Pigment aufnehmen und obenrum ausblenden. Schön zart, ein bisschen Nose Contour. Kann ich mir auch gut als Contour hier vorstellen, aber ich will es jetzt nicht übertreiben. Dann nehme ich mir einen etwas flacheren Pinsel, gehe hier in den Ton, der ist deutlich dunkler, den setze ich mir hier in die Lidfalte. Ich liebe diese kühlen braunen Töne, ne? Das ist ja nicht so warm, das ist schon sehr kühl. Ich mag das ganz gerne mal, weil warme Töne haben wir mittlerweile, glaube ich, alle zu Hause. Nicht, es sieht halt auch immer gleich ein bisschen luxuriöser aus. Das ist eine krasse Farbe hier, um so ein Schlupflid ein bisschen zu kaschieren. Schaut mal.
wie viel Schatten ich da reinbringen kann, ohne dass es geschminkt aussieht. Ich nehme den Mamako-Pinsel, der ist sehr, sehr gut, und kann dann hier oben einfach ausblenden und nehme jetzt den ganz dunklen Mattenton, setze mir den hier hinten hin und dann in die Lidfalte rein. Das ist ganz spannend, weil normalerweise, ne, bin ich ja immer so eine warme Maus. Aha. Da komme ich nicht mehr raus jetzt, was warme Lidschatten angeht. Aber ich muss sagen, ich finde so einen kühlen Ton, ehrlich gesagt, mal dann spannend, weil das einfach das Auge noch mal ein bisschen mehr betont, auf eine erwachsenere Art. Nicht so geschminkt, sondern sehr natürlich. Und weil das kühle Brauntöne sind, kannst du sie trotzdem gut verblenden. Das ist ja bei Grau, also so einem klassischen Grau, immer recht schwierig. Da sieht es dann immer schnell irgendwie komisch aus. Da siehst du krank aus. Das ist echt schön. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das euch neulich aber schon mal gesagt, ich bin super froh, dass die Pigmentierung der Lidschatten jetzt an einem Punkt angekommen ist, wo es reicht. Also, ich bin ehrlich, ich persönlich bevorzuge mittlerweile Lidschatten, die nicht Natasha Denona pigmentiert sind. Ich spreche jetzt nur in Bildern, ne? Die sind ja, da berührst, da fliegst du nur mit dem Finger da drüber und hast schon die ganze Hand voll mit Farbe. Das ist für Pro-Artists sehr, 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 sehr gut, weil du damit viele verschiedene Dinge machen kannst. Für uns im Alltag reicht eine Pigmentierung, die man aufbauen kann und die halt nicht Sabrina Rudnick-Pigmentierung ist, sondern so, dass du es ordentlich verblenden kannst und so, dass du keine Probleme damit hast. Und das möchte ich haben. Ich nehme mir noch einen sauberen Pinsel, blende das hier oben einfach alles noch mal ein bisschen aus, aber das ist schon echt richtig schön. Im Prinzip könnte man es jetzt auch so schon lassen. Und jetzt gibt es das hier. Das ist das große Kino Glitzer Lidschatten Tütü. Schaut euch das mal an. Das ist wie so ein Topper. Und das setze ich mir hier rauf. Nur für so einen Feenstaub-Look. Nehme einen flachen Pinsel, gehe hier rein. Und dann ist das wie Fenty Diamond Bomb. Sehr, 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 sehr schön. Und wisst ihr was? Es gibt bei Make-up Coach, und dafür kenne ich sie und dafür bin ich auch ein großer Fan geworden, die Augenstifte gibt es in 100 Milliarden Farben. Ich habe jetzt hier einmal den Smoke Liner, Gel Eyeliner in der Farbe. Ich denke mal, es ist Kakao. Ich finde es jetzt hier gerade nicht. Super, super cremig. Und das Krasse ist, ich habe gestern geswatcht. Du setzt den rauf und dann bleibt er da. Den gibt es übrigens in sehr, 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 sehr vielen Farben. Jetzt wird es bunt. Jetzt ist der Punkt gekommen. Jetzt ist Hopfen und Malz verloren. Wir machen einfach weiter. Mit dem zieh ich. Oh, ja. Schaut euch das an. Der ist halt so super, super gelig, aber nicht rutschig. Das heißt, du hast einen Moment Zeit, den zu verblenden. Aber dann bleibt der da. Yes. 10 von 10. Also auf die Entfernung, finde ich, sieht das auch super, super gut aus. Ich mag diese kühlen Looks gerade sehr, sehr gerne. Wir fixieren das Ganze einmal kurz und hüpfen noch einmal kurz zu LH Cosmetics rüber. Da gibt es nämlich einen Lip Liner. Nee, komm, wir nehmen den hier von Make-up Coach. Wir bleiben bei Make-up Coach. Lippenkonturenstift, beste Freundin. Von dem habe ich schon oft gehört. Das ist so ein sehr, sehr schöner, kühler Braunton. Den nehmen wir als Konturenstift. Schöne Farbe. Hat so ein bisschen Pillow Talk Medium. Und jetzt den hier von Steffi. In der Farbe Creamy. Das ist so ein sehr, sehr heller, peachiger Newton. Mag ich sehr, sehr gerne. Den will ich als Blush haben. Der ist halt so ein bisschen, ne, so wie der Name schon sagt, peachy creamy. Und ich muss dazu sagen, ich mag die Lippenkombination sehr, sehr gerne zu diesem super kühlen Look. Ich will den aber noch ein bisschen hier weiter ausblenden. Das kann ruhig ein bisschen gelifteter sein. Und als Mascara die beste von LH Cosmetics, meiner Meinung nach. Aber da, Freunde, wartet mal kurz noch ein paar Tage. Ich fühle mich so ein bisschen wie Kim Kardashian auf der Met Gala 2000. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube 19. Ich lieb's. Es ist super schön. Das Zauberpuder ist mir persönlich zu dunkel gewesen. Aber die Lippenkombination 10 von 10, die Lidschattenfarben mit auch diesem silbernen Stift ist genial. Hier war kein Flop dabei, Freunde. Und ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Vielleicht habt ihr Erfahrungen gemacht mit Make-up Coach oder LH Cosmetics. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir die in die Kommentare schreibt. Wir sehen uns hier am Mittwoch schon wieder. Und bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf, fühlt euch geküsst.
bis zum nächsten Mal.